Wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute wieder einige hochinteressante Themen für Sie. Tine gibt Ihnen den Überblick und startet mit. Das sagst du alles selbst. Ja, man glaubt es kaum. Die Kliniken, die sind 2020 in einer besseren wirtschaftlichen Lage gewesen. Das zeigt jetzt eine Studie und wir unterhalten uns genauer mit den Studienmachern. Außerdem, wo Sie Ihr Glück in Mannheim finden können, das verrät Ihnen heute die Autorin Nina Badelt. Und wir haben wieder viele, viele Tipps fürs Wochenende für Sie. Das und mehr heute bei Run. Viel Spaß. Das klingt doch erstmal richtig gut. Die Kliniken in Rheinland-Pfalz standen im ersten Corona-Pandemie-Jahr, also 2020, besser da als in den ganzen 10 Jahren vorher. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Heute wurde sie entsprechend veröffentlicht. Und nur 4% der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz waren damals akut von einer Insolvenz bedroht. Das ist der niedrigste Wert seit 10 Jahren. Doch auch wenn eben die Kasse gepasst hatte, viele rheinland-pfälzische Krankenhäuser klagen aktuell über zu wenig Personal, weil an vielen Stellen gespart werden müsse. Langfristig scheint der positive Effekt von einst zu verpuffen. Im Bericht heißt es, dass mittlerweile viele zusätzliche Einnahmen abgeschmolzen oder komplett aufgebraucht seien. Das wirft Fragen für die Zukunft auf. Wir haben vor der Sendung über die Lage der Kliniken und die zuletzt gute Lage mit dem Gesundheitsökonomen Dr. Adam Pilny gesprochen. Er hat auch an der Studie mitgearbeitet. Dr. Pilny, also jetzt erstmal als Außenstehender ist es ein bisschen paradox. Die Corona-Zeit war schwer, also denkt man, für die Kliniken und trotzdem stehen sie relativ gut da. Wie erklärt sich das? Genau. Wir haben für den Krankenhaus-Rating-Report die Daten für 2020 ausgewertet, also für das erste Corona-Jahr. Und wir haben festgestellt, dass sich die wirtschaftliche Lage insgesamt in Deutschland nicht verschlechtert hat, sogar leicht verbessert hat. Was allerdings daran liegt, dass es vom Bund damals Ausgleichszahlungen gegeben hat. Die Krankenhäuser mussten in der Corona-Pandemie die Betten frei halten für potenzielle Corona-Fälle. Und im Gegenzug dazu hat der Bund für das freigehaltene Bett eine Pauschale bezahlt. Und summa summarum ist es zu keinem Erlösrückgang gekommen und die wirtschaftliche Lage hat sich leicht verbessert. Und es ist auch eher überwiegend auf diese Ausgleichszahlung zurückzuführen, die einen Erlöseinbruch verhindern konnten. Dann muss man aber natürlich auch vielleicht ein klein bisschen dann in die Zukunft schauen, wenn es dann eben diese Ausgleichszahlungen entsprechend nicht mehr gibt. Es werden Operationen nachgeholt, die verschoben wurden und so weiter. Aber könnte es dann entsprechend genau den Effekt in die andere Richtung geben? Das ist die große Frage. Wichtig ist natürlich die Versorgungssicherheit, die gewährleistet werden muss. Welche Krankenhäuser wir in Zukunft brauchen, ist im Einzelfall zu prüfen. Eine pauschale Aussage lässt sich hier nicht machen. Allerdings kann man sagen, dass dass gezielte Sicherstellungszuschläge für einzelne Krankenhäuser durchaus besser sind als pauschale Mittel für alle Krankenhäuser, die ausgezahlt werden. Und inwieweit wir Krankenhäuser, also welche Krankenhäuser in Zukunft gebraucht werden, hängt natürlich davon ab, wie sich die Fallzahlentwicklung in den nächsten Jahren gestaltet. Wir haben im 2020 einen Fallzahlrückgang von über 13% gehabt, was schon eine ordentliche Summe ist. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt quasi ein Tal, was wir jetzt irgendwie wieder aufholen perspektivisch? Also dass sich das auf das alte Niveau zurückentwickelt oder bleibt es dauerhaft auf einem niedrigeren Niveau? Und davon hängt natürlich dann auch künftig ab, wie sich die Krankenhauslandschaft entwickeln wird. Wie steht es denn um die Landschaft? Also Sie selbst fassen ja Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammen. Wie sieht es da in der Fläche aus? Genau, also beide Bundesländer müssen wir aus statistischen Gründen zusammenfassen in den Analysen. Und wenn wir die Bilanzen von allen Krankenhäusern, die wir vorliegen haben, auswerten und ein Rating machen, machen wir das immer so, dass wir die Bilanzkennzahlen nutzen und aus diesen Kennzahlen machen wir ein Rating. Also im Sinne einer Ampel, rot für den insolvenzgefährdeten Bereich, dann gelb und grün. Und wir stellen fest, dass in Deutschland 2020 7% im roten Bereich waren. Das heißt, 7% aller Häuser bundesweit haben eine erhöhte Insolvenzgefahr. Und in Rheinland-Pfalz und im Saarland waren es 4%. Das heißt, da sah die Lage auf jeden Fall etwas besser aus. Glücklicherweise tatsächlich keine der Kliniken entsprechend bei uns in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir hoffen, die Ampel, die bleibt auch noch viel mehr auf grün und entsprechend auch da eine entspannte Lage. Dr. Pilny, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.
Und die Unterhaltung haben wir kurz vor der Sendung geführt. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde oder für manchen eben auch auf der Couch oder überall in der Region. Die ist ja eigentlich wunderschön hier bei uns, die Metropolregion Rhein-Neckar. Und das dachte sich auch Autorin Nina Bartelt. Die hat ganz genau hingeschaut und ihre persönlichen Glücksorte in Mannheim gefunden. 80 Stück an der Zahl. Die hat sie in einem Buch zusammengepackt. Und es soll eben noch anderen zeigen, wo man das Glück zwischen Rhein und Neckar so also quasi auf dem Teller serviert bekommt. Und das bei jeder Jahreszeit, egal ob industrieller Charme, gemütliche Restaurants eben oder auch einfach mal so Rhein- oder Neckarufer. Da gibt es einiges, auch Grünflächen in der Stadt. Da kann man sich tierisch wohlfühlen. Aber warum? Lena Wolny hat mit Nina Bartelt gesprochen. In dem Buch Glücksorte in Mannheim beschreiben Sie 80 Orte hier in der Stadt, die besonders lebenswert, besonders glücklich machen. Warum ist für Sie Mannheim so lebenswert? Warum haben Sie das Buch geschrieben? Also ich habe zufällig die Glücksorte-Reihe entdeckt vom Droste Verlag. Da gab es Glücksorte in Heidelberg, Glücksorte in Karlsruhe. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber wo ist eigentlich Mannheim? Also die schönste Stadt der Welt, meine Heimat fehlt. Und habe den Verlag kontaktiert und habe dann vorgeschlagen, dass wir Mannheim auch schreiben könnten. Und habe mich beworben und habe Schreibproben gesandt. Und dann wurde ich ausgewählt, die 80 Glücksorte in Mannheim zu schreiben. Was sind denn genau Glücksorte für Sie? Also was kann den Leser erwarten? Ist man viel im Grün? Ist man auch in der Industrie? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was sind diese Orte? Genau, das ist der Zauber. Es gibt von allem etwas. Es gibt kleine Bars, Cafés, Restaurants. Es gibt Orte im Grün. Es gibt Bauwerke, Museen. Alles, was Mannheim zu bieten hat. Die offensichtlichen Glücksorte, aber eben auch die versteckten kleinen geheimen Glücksorte, wo Mannheimer mir hinterher immer rückmelden, ja ich lebe hier schon lange und ich kenne den nicht, den Ort. Ne? Überraschungen sind auch dabei, also von allem. Jeder definiert aber trotzdem Glücksort anders. Was ist für Sie so die Definition? Also welche Orte finden sich in diesem Buch wieder? Glücksorte können alle Orte sein. Das ist eine persönliche Definition und ich habe für mich einfach geschaut, welche Orte haben eine besondere Energie. Zum Beispiel, wenn Inhaber oder Erfinder der Orte ihr ganzes Herz da reingesteckt haben. Die haben eine besondere Energie, eine Magie und habe da einfach reingespürt. Bin zu Fuß durch die Stadt gelaufen ein Jahr lang und habe einfach gefühlt, wo ist Glück? Wo kann man Glück entdecken, wenn man mal eine ganz andere Perspektive einnimmt? Wenn man offen ist für eine raue Schönheit, vielleicht für eine offenbar hässliche Schönheit wie der Kolenisteg hier. Der ist ja nicht gerade der schönste, aber jeder Ort hat so seinen ganz eigenen Zauber. Und darauf habe ich mich in dem Buch mit den Worten emotional auch fokussiert. Sie sagen schon, jeder hat seinen persönlichen eigenen Glücksort. Glauben Sie, dass man in Mannheim dann auch noch viele weitere Orte entdecken kann? Oder ist wirklich jetzt das Maximum mit 80 ausgereizt? Also am Ende war die Schwierigkeit, welche auszusortieren. Ich hatte viel mehr als 80. Aber es gibt ja im Frühjahr das nächste Buch, die grünen Glücksorte in Mannheim, wo ich mich ausschließlich auf die grünen Oasen konzentriert habe, wo die noch mal viel mehr zur Geltung kommen. Und da zu sehen ist, wie grün Mannheim eigentlich ist. Das ist unglaublich. Da gibt es wieder 80. Also haben wir schon 160 Glücksorte am Ende. Super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Glücksort Nummer 81 im Übrigen, das Ron-Studio. Also hier fühle ich mich pudelwohl. Sie können das Ganze natürlich auch nachlesen. Wir verlosen drei der Bücher von Nina Bartelt, die Glücksorte in Mannheim, Verhin und Werd glücklich. Das finden Sie alles auf unserer Ron-Facebook-Seite. Einfach mal reinschauen und mitmachen und in dem Falle dann ja auch Glück haben und eins von drei Exemplaren absahnen. Nicht so richtig glücklich macht, wenn wir auf die aktuellen Zahlen bei den Corona-Infektionen schauen. Da gehen die Inzidenzen nach oben in Rheinland-Pfalz. Nämlich, da haben sie heute die 600er-Marke überschritten und sind damit so hoch wie seit Anfang Mai nicht mehr und liegen auch über dem Bundesdurchschnitt. Heißt nun also, die Rufe nach Verschärfungen der Maßnahmen werden lauter und Impfungen, häufigere, sollen kommen. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick von Marius Cimczak. Impfungen im Herbst. Das Land Baden-Württemberg geht im Herbst von ca. 800.000 Corona-Impfungen pro Woche aus. Wenn es zu einer neuen Welle oder einer neuen Variante kommt, seien laut Bund deutschlandweit rund 50 Millionen Impfungen notwendig, um den Herbst zu überstehen. Ärzte und Apotheker haben signalisiert, dass sie in Baden-Württemberg mehr als 800.000 Menschen pro Woche impfen können. Eine Wiedereröffnung der Impfzentren für den Herbst sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorerst nicht vor.
Hubschrauber im Einsatz. Auf einer Landstraße bei Hockenheim ist heute ein Rollerfahrer von einem Laster überfahren worden. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall unter dem Laster eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte den Mann befreien, ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten ins Krankenhaus bringen. Die Kreuzung der L723 und der L599 war kurzzeitig gesperrt. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch nicht klar. Village eingeweiht. Heute sind die nächsten Gebäude des Soho Village in Mannheim eingeweiht worden. Die Arbeiter und die leitenden Projektleiter haben zum Richtfest gerufen. Als Dankeschön und zur Belohnung gab es reichlich zu essen und zu trinken. In der Neckarstadt West sollen Wohnräume für Studenten, Familien und Singles entstehen. Insgesamt 800 Wohneinheiten sind dafür geplant. Als Projekt 2015 gestartet, freuen sich die Leiter nun über die ersten Gebäude, die bezogen werden können. Den Mann kennt jeder, der den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verfolgt. Ermin Bekcancic, seit 2014 mittlerweile im Verein und er hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Läuft also nun bis Mitte 2023. Der 32 Jahre alte bosnische Nationalspieler ist ja ein absoluter Publikumsliebling. Wir bleiben beim Fußball, da kommen wir aber mal zu einem großen Klassenunterschied. Also wenn eine Mannschaft aus der dritten Liga gegen eine Mannschaft aus der Verbandsliga spielt, das sind dann drei Ligenunterschied, dann ist es schon wirklich was Besonderes. Es ist aber ziemlich normal in der Vorbereitungsphase, tatsächlich auch für beide Teams. Trotzdem was Feines für Spieler und natürlich auch die Fans, ein solches Aufeinandertreffen. Das gab es jetzt in Heddesheim mit der Fortuna und dem SV Waldhof Mannheim. Michel Teuke und Marius Cimcak waren auch dabei. So enorm wie der Größenunterschied mit den Einlaufkids, so groß war auf dem Papier der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams. Dennoch erwartete Waldhof-Trainer Christian Neithardt auch bei diesem Spiel von seiner Mannschaft volle Leistung. Die Vorgabe war, auch in der ersten Halbzeit den Gegner nicht mehr so wie 5-6 Spielstationen zu lassen. Torwart ausgenommen und das haben wir, glaube ich, geschafft, dass wir spätestens am dritten, vierten Ball wir den Ball wieder hatten. Und das wollten wir halt auch sehen in dem Spiel. Und ja, und dann ist es Vollgas-Fußball angesagt. Trotz der Dreiklassenunterschied versuchte Fortuna Heddesheim dem Mannheimer Vollgas eine Bremse reinzudrücken. Mehr als eine halbe Stunde mussten die Buwe ackern, dann klingelte es aber richtig. Nach dem 1:0 in der 35. fiel zwei Minuten später schon das 2:0. Auch wenn der Fokus der Gastgeber auf dem defensiven Spiel lag, sobald Heddesheim den Drang nach vorne gesucht hat, brachten sie den SVW in Gefahr. Hier wäre offensiv vielleicht doch noch mehr drin als nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Wir hätten vielleicht früher vorne drauf gehen müssen und uns nicht so lange zurückfallen lassen. Da hat man dann gemerkt, so die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit, da sind wir dann mal zu Chancen gekommen. Da ist dann ein bisschen mehr gegangen, aber ist natürlich schwierig, also, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden wirkten auch die Waldhöfer Bentley Baxter-Bahn, Julian Riedl, Adrian Malachowski und Morten Behrens. Die gaben ihr Debüt im Waldhof-Trikot. Neuzugang Berkan Tatz war krankheitsbedingt ausgefallen. Bahn gelang in seinem ersten Spiel für den SVW direkt Treffer Nummer 1. Wir sind am Anfang der Vorbereitung, jetzt ungefähr eine Woche zusammen. Trotzdem hat es sich gut angefühlt, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu sein. Man sieht schon, dass wir Fußball spielen wollen, viel den Ball haben wollen. Klar, wie ich eben schon gesagt habe, es hakt noch ein bisschen, aber das ist völlig normal zu dem Zeitpunkt. Von daher ein vernünftiger Start, der aber auf jeden Fall noch Luft nach oben lässt. Am Ende unterlagen die Hausherren dem Drittligisten mit 1:5. Co-Trainer Klaus Heinz ist trotzdem zufrieden. Ja, Ziel ist gewesen, ganz klar, dass wir so lange wie möglich die Null halten. Ging auch bis zur 30. Minute, was glaube ich, dann ging das gut. Und uns achtbar aus der Affäre zu ziehen und auch selbstverständlich für die Zuschauer ein offenes Spiel zu gestalten, was natürlich gegen den Waldhof Mannheim sehr schwer ist. Sein Gegenüber Christian Neithardt sieht trotz des Sieges in seinem ersten Spiel als Waldhof-Coach noch Luft nach oben. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte der 53-Jährige mehr erwartet. Seine Art Fußball zu spielen wird eine Umgewöhnung für viele Spieler, dazu seien die Vorbereitungsspiele aber da. Ja, ich glaube, wir hatten heute alles dabei, ne? Von richtig guten Spielzügen, ein paar schöne Tore, bis hin auch zu weniger guten Sachen. Ich glaube, in erster Linie geht es einfach mal darum, in so ein Spiel zu gucken, wie lange können die Jungs das aufrechterhalten, dass wir Druck ausüben, dass wir pressen.
Daran kannst du am besten sehen, wie weit wir sind. Kurzum, für alle Beteiligten ein gelungener Vorbereitungsauftakt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Hier in Heddesheim ist, finde ich, alles sehr familiär gehalten. Rund 1000 Menschen haben es hier heute ins Stadion geschafft. Und für die gibt es heute ihre Stars zum Anfassen. Egal ob Auslaufen mit den Profis oder Autogramme der Lieblingsspieler sammeln, für die Fans, klein und groß, waren ihre Idole wohl so nahbar wie selten. Ein großes Hallo gibt es auch beim Basketball-Bundesligisten in MLP Academics in Heidelberg. Akeem Vargas nämlich wird von Göttingen nach Heidelberg wechseln. 32 Jahre alt und er bringt jede Menge Erfahrung mit. 338 Bundesliga-Partien hat der 1,92 Meter-Mann schon in der Bundesliga absolviert. Vargas soll entsprechend auch für das junge Team als Führungsspieler fungieren und dabei vor allem in der Defensive den Ton angeben. Für den Deutsch-Amerikaner geht es mit dem Wechsel nach Heidelberg auch quasi zurück in die Heimat, denn bis 2006 da spielte er im benachbarten Leiben. Ja, super. Ich muss mich mal kurz sortieren und dann sind wir gleich wieder für Sie zurück mit den Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Die spielteten wir dann auch gleich hier. Willkommen zurück bei Ron. Und wir alle leben ja mittlerweile irgendwie in einer digitalen Welt. Und da ist es auch gut, wenn wir den einen oder anderen Bereich Passwort schützen. Aber wenn das Passwort so aussieht oder sich hinter diesen Sternchen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 verbirgt, da gibt es jetzt eine digitale Schelte. Nein, bitte nicht machen. 23 Millionen Mal im Übrigen wurde dieses immer noch beliebteste Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 bislang gehackt. Also da gibt es ja auch so Passwortmanager, die einem da helfen können. Aber wie gut sind die wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, einfach nur Hallo oder eben Passwort als Passwort sind genauso beliebt wie Name plus Zahl. Timo. Okay, und die Zahlen? 1, 2, 3. Da ist doch aber Luft nach oben. Hilfe versprechen Passwortmanager. Passwortmanager sind relativ ausgereift und es kommt eher darauf an, einen Passwortmanager zu finden, mit dem man selbst gut zurechtkommt. Also deswegen würde ich vorschlagen, wenn Sie einen Passwortmanager nutzen wollen, probieren Sie ein paar aus. Es gibt da häufig auch kostenlose Varianten. Und guten Schutz gibt's schon für kleines Geld. Die Ergebnisse gleich. Zuerst schauen wir uns an, wie es funktioniert. Passwortmanager verwahren unsere bestehenden Passwörter verschlüsselt wie in einem Tresor auf, generieren auf Wunsch aber auch super komplizierte und sichere neue. Wir müssen uns nur ein sogenanntes Masterpasswort merken. Das sollte mindestens 10-stellig sein, aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Wenn man sich selbst ein möglichst sicheres Passwort ausdenken will, dann muss man zwei Aspekte beachten. Das eine ist, sie sollen möglichst lang sein, je länger, desto besser. Und je kürzer man ein Passwort gestaltet, desto mehr Sonderzeichen sollten enthalten sein. Damit wir uns dieses Passwort dann auch merken können, gibt's diesen Trick. Aus den Anfangsbuchstaben eines einfachen Satzes ein Passwort bauen. Morgens stehe ich auf und putze mir meine Zähne 3 Minuten. Aber diesen Satz dürfen Sie dann auch wirklich niemandem verraten, außer natürlich Ihrem Passwortmanager. Stiftung Warentest hat 16 verschiedene getestet. Ganz vorne landet OnePassword und Dashlane, beide mit der Note 2,2. Die haben einfach ein gutes Gesamtpaket geliefert aus Sicherheit, sind gut zu handhaben und ja, also sind definitiv geeignet für fast jeden als Passwortmanager. Die Kosten liegen bei 38 und 53 Euro pro Jahr. Gut geschützt vor Passwortklau sind sie aber auch schon ab 9 Euro. Den Preis-Leistungssieger von Stiftung Warentest hat unsere Reporterin ausprobiert. Bitwarden funktioniert wirklich super. Man kann sie ganz einfach im App Store herunterladen, sich anmelden und dann das Masterpasswort generieren. Und dann kann man sich auf jeder Website, auf der man das Passwort speichern möchte, mit der App verbinden, gibt immer wieder sein Masterpasswort ein. Und es gibt noch einen Vorteil. Der Passwortmanager funktioniert gleichzeitig auf allen Geräten, Handy, Tablet und Computer. Egal, welches Betriebssystem Sie verwenden. Und jetzt gibt es völlig Passwort ungeschützt, frei raus unsere Veranstaltungstipps. Dana Nolte 123 war für Sie in der Region unterwegs.
Eine Rallye, aber nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Die gibt es noch bis Sonntag hier in Frankenthal. Dass man 1250 Jahre Stadtjubiläum auch anders feiern kann als nur mit Lesungen, das wollen die uns hier beweisen. Wir gucken es uns mal an. Los geht's. Für unseren ersten Tipp geht es ins vorderpfälzische Frankenthal. Oberbürgermeister Martin Hebig wartet schon am Rathaus, um mit uns über das große Jubiläum zu sprechen. Im Jahr 772 wurde die Stadt das erste Mal urkundlich erwähnt. Da war Frankenthal sicherlich ein ganz kleiner Ort. Man vermutet, dass es ein Fischerort war. Und dann hat die Entwicklung ihren Lauf genommen. Und über die kann man sich noch bis Sonntag zum Beispiel bei einer eigens entwickelten Stadtrallye informieren. Damit möglichst alle ihren Spaß haben, gibt es eine Kinder- und eine Erwachsenenversion. Die Idee für diese besondere Stadtführung kam von Anita Carolus. Man kann zum einen was über die Geschichte der Stadt Frankenthal lernen und zum anderen sind natürlich auch für die Kinder gerade so Spaßfragen dabei, wo gezählt werden muss, wo geschaut werden muss, was ist in meiner Umgebung. Genau das wollen wir natürlich auch tun und machen uns auf dem Weg zur Station am Wormser Tor. Die Reporterin hat sich für die Kinderversion entschieden. Vielleicht können wir einfach mal kurz abscannen und dann hören wir mal die Frage. Also, die Frage lautet, welche Form hat das Dach des Wormser Tores? Da wir hier am Wormser Tor stehen, schauen wir mal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen von hier aus. Gibt es ein paar Antwortmöglichkeiten? Ja. Die Antwortmöglichkeiten lauten dreieckig, rund oder oval. Dann würde ich mich mal für dreieckig entscheiden. Okay. Dann klicken wir mal auf Absenden und schauen, was passiert. Die richtige Antwort wollen wir an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Wenn Sie selbst mitquizzen wollen, dann kommen Sie doch noch bis Sonntag nach Frankenthal. Die Teilnahme an der Rallye ist kostenlos, einzige Voraussetzung ist ein Smartphone. Ansonsten hätten wir aber auch noch ein schönes kleines Weinfest für Sie im Angebot. Wir machen uns auf den Weg nach Bad Dürkheim, genauer gesagt nach Hardenburg. Der Stadtteil hat seinen Namen von der alten Ruine, die groß und mächtig seit dem 16. Jahrhundert über dem beschaulichen Örtchen thront. Nach 2 Jahren Corona-Pause wird es auch in diesem Jahr im Bad Dürkheimer Stadtteil Hardenburg keine klassische Kerwe geben. Alles wird ein bisschen kleiner und gemütlicher und findet da unten auf dem Dorfplatz statt. Und genau hier treffen wir Ortsvorsteher Thorsten Brandt. Nach den letzten beiden Jahren ohne Kerwe freut er sich ganz besonders darauf, die Tradition endlich wieder fortführen zu können. Also ich bin hier in dem Ort aufgewachsen, groß geworden, war als kleines Kind schon hier auf der Kerwe und jetzt darf ich es selbst auch eröffnen, das ist natürlich ein besonderer Moment. Noch braucht es ein bisschen Fantasie, damit man sich auf diesem Platz ein pfälzisches Sommerfest vorstellen kann. Wir haben einen Foodtruck bekommen können, wir haben eine Kinderhüpfburg, eine Kinderdisco, professionelles Kinderschminken, also ein großes Programm für Kinder. Am Abend begleitet uns da ein DJ, die Vereine machen den Ausschank, wir haben auch eine Sekt- und Cocktailbar. Und ja, mit der Kulisse im Hintergrund ist es natürlich auch immer ein tolles Fest, ja. Ab Samstag soll hier dann an 2 statt wie sonst an 4 Tagen gefeiert werden. Und hier noch einmal die Zusammenfassung. Bis Sonntag kann man bei einer Rallye quer durch die Stadt mehr über Frankenthal und seine Geschichte lernen. Einfach vorbeikommen, mit dem Smartphone insgesamt 9 QR-Codes in der ganzen Stadt scannen und mitquizzen. Oder keine Kerwe, dafür ein Sommerfest am Samstag und Sonntag in Bad Dürkheim-Hardenburg. Und jetzt kommt mein kleines Quiz. A, der Nachrichtenüberblick. B, das Ende. Oder C, das Wetter. B, tschüss. Nein, Wetter. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. Heute Abend in der Nacht und morgen bilden sich verbreitet Schauer und Gewitter. Teilweise besteht dabei Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zwischendurch können wir aber auch längere sonnige und trockene Abschnitte genießen. Es wird zudem nicht mehr ganz so heiß, dafür allerdings sehr schwül. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad im Pfälzerwald und 26 Grad an Rhein und Neckar. Am Samstag beruhigt sich das Wetter und wir bekommen viel Sonne bei sommerlich warmen 29 Grad. Nochmal eine gute Gelegenheit, einen Badetag einzulegen oder zum Grillabend einzuladen. Bereits am Sonntag kündigen sich nämlich neue Gewitter an. Diese können vor allem am Montag erneut unwetterartig ausfallen. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Ja, ja, und wenn Sie sich fragen, die hatten doch heute irgendwie ein bisschen Spaß in den Backen, warum eigentlich? Das hat schon am Anfang begonnen, als ich gefragt habe, Tina, womit startest du eigentlich gleich beim Überblick? Da sagt Tina so aus der Lameng heraus, mit deiner Mutter. Die hat bestimmt zugeguckt, ich glaub's. Und die wird sich jetzt ganz besonders freuen über diese Meldung. Mal was Erfreuliches.
Heute kann man nämlich besonders Glühwürmchen beobachten. Heute Nacht ist Johannisnacht. Und weißt du, welche Glühwürmchen da zu sehen sind? Die Paarungswilligen, das ganz noch genau, die paarungswilligen Damen. Sowas kann ich mir merken, ja. Voll. Besonders. Welche sind sie, die weiblichen? Die Weibchen der Leuchtkäfer. Der Leuchtkäfer, ja. Also das kannst du mal schauen heute Nacht. Richtig. Eine Nacht habe ich mal gehabt, also da war es wirklich so aus dem Gebüsch aus. Stehst du dann wirklich 5 Minuten davor und bist, da noch eins. Gehen Sie mal raus, dauert ein bisschen in die Dämmerung und dann geht's richtig los. So. Wenn wir nur so leuchten könnten. Vielleicht morgen, schauen wir mal. 18 Uhr sind wir wieder da und dann guck mal, wie es geht. Bis dahin. Bis dann.